So, sind heute zu Gast bei Kai Wegner in Spandau. Kolk ist ja in aller Munde jetzt heute Morgen, weil wir in diesem Bezirk sind und es ist ein sehr schöner Ort, es ist eine alte Stadtmauer, wo sie auch ihr Büro haben. Wie stolz macht Sie, dass Sie halt in diesem Bezirk tätig sein können? Ja, ich bin wahnsinnig stolz. Ich bin ja ein gebürtiger Spandauer, bin hier wirklich in der Lühnerstraße geboren, im Krankenhaus, bin in Hakenfelde, habe ich gewohnt, aufgewachsen, lebe mein ganzes Leben lang bis heute in Spandau, bin nie wirklich rausgekommen, also ein echter Spandauer. Und ich bin wahnsinnig stolz auf unseren Bezirk. Es war schon immer etwas Besonderes, ein Spandauer zu sein und das pflege ich in meinem Herzen und so empfinde ich das auch. Wo sehen Sie noch das touristische Potenzial, zum Beispiel in Kolk? Das touristische Potenzial wird bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Wir haben in Berlin massiv steigende Touristenzahlen. Wir sind mittlerweile die drittstärkste Touristenstadt in Europa. Wir sind fast Zweiter. Wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren den zweiten Platz erobern hinter London. Und mich ärgert das ein bisschen, dass die Potenziale, gerade auch Spandaus, hier noch nicht so ausgeschöpft werden, wie sie ausgeschöpft werden sollten. Viele Touristen fahren nach Mitte, das Brandenburger Tor, Reichstag, Kurfürstendamm. Das ist auch toll, aber Berlin hat halt noch mehr zu bieten, auch gerade in den Randbezirken. Und wenn ich hier an Spandau denke, Sie sprachen es an, wenn ich mir den Kolk anschaue, unsere alte Stadtmauer, wenn ich mir die Zitadelle anschaue, unweit von hier, 600 Meter entfernt, unsere wunderschöne Altstadt, dann haben wir hier unglaublich viele Angebote, auch für Touristen. Und ich würde mir wünschen, dass hier der Bezirksbürgermeister endlich auch die Chancen erkennt und Spandau auch als Touristenbezirk etabliert. Das bringt letztlich Arbeitsplätze, es macht den Bezirk noch spannender und vielleicht gründet sich dann auch die ein oder andere Firma hier. Also man hätte sehr viel davon, aber hier muss der Bezirksbürgermeister jetzt auch endlich agieren und handeln, weil ansonsten gehen die Potenziale leider an Spandau vorbei.